Herzlich willkommen hier im Sonnenaufgangssimulator 2015. Ja, bei diesem schönen Panorama heißt es für uns aufbrechen nach da hinten. Wölfe sind nicht in Sicht, aber normalerweise hier vorhanden. Das ist das Einzige, was mich noch ein bisschen verwundert. Da hinten in diesem Pfad waren wir schon. Das heißt, wir können hier im Grunde ohne Probleme gleich loslaufen. Wobei ich mich erstens frage. Ja. Erstens frage, warum hier unten. Ah, hier sind die Schilfdinger. Okay. Dachte schon. Aber diesmal gibt's hier wenig. Was? So. Gut. So. Ich will eigentlich gar nicht so nah ans Ufer. Irgendwie bin ich hier lieber mitten auf dem See, da habe ich mehr die Übersicht, was aus dem Wald rausrennt und so weiter. Schilf steht halt am Rand und Schilf will ich essen. Das ist halt ein kleiner Konflikt. So. Sag mal, der Spielstand hier ist schon komisch, oder? Wir starten. Erster Tag. Keinen einzigen Wolf gesehen. So. Wir übernachten am nächsten Tag. Treffen wir im Grunde alle 5 Sekunden auf einen anderen Wolf. Und jetzt ist hier schon wieder nichts los. Also da hin. Gut, okay. Da steigt einer über den Berg und da hinten war, glaube ich, gerade auch noch einer. Haben die zu große Routen? Ich meine, das, hier hinten ist jetzt auf einmal nichts mehr los. Naja. Ich traue dem Braten überhaupt nicht. Oder den Braten. Naja, ich gehe hier mal kurz rein. Hoffen, dass wir was finden. So. Ah, jetzt schon wieder kalt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell wieder nach Hause. Aber das ist nämlich das Schild für mich. Eigentlich nur eine Ausrede, um den Wolf ein bisschen zu beobachten in seiner Laufstrecke. Aber wenigstens kriegen wir dabei noch was zu essen. Was war das? So. Ich dampf mal ab. Links 2, 3, 4. Endlich kann man ja mal ein bisschen sich sputen auf dem Rückweg. Und ist nicht so langsam, weil man so fertig ist. So. Ich hoffe, wir können hier ohne Probleme rein. Guck doch noch mal außen rum. Ich trau dem ganz nicht. Irgendwie. Ich muss schon zugeben, das hat mir zugesetzt, als der Wolf hier vor der Veranda stand. Da ist mir schon mal anders geworden.
Das hat tatsächlich Eindruck hinterlassen. Tja. So. Kaffee wollten wir ein bisschen machen, habe ich gehört. So. Und außerdem wollten wir uns ja aufwärmen. Passt also ins Konzept. Die schönen Hinterland-Kaffeetassen. Also Hinterland-Studios. Das haben sie nett gemacht mit den Kaffeetassen da. Wahrscheinlich haben sie die sogar im Büro stehen. Mich, was? Mich würde es nicht wundern. Aber ich fände es mega cool, wenn sie das im Büro stehen hätten. Eine Tasse Hinterland-Kaffee. Oha, das habe ich aber ein bisschen übertrieben hier mit 2 Liter. Ich habe ja noch ein bisschen was. Die Jungs von Hinterland. So. Bin auch mal gespannt, wann mal der Story-Modus fertig wird. Da war ja schon angekündigt für Ende 2015. Damit müssten sie sich langsam mal beeilen. Dann ist nämlich Ende November. So lang geht 2015 jetzt auch nicht mehr. Sag mal, wie viel Kaffee können wir denn machen? Ah, so viel Kaffee. Machen wir gleich einen Kräutertee hinterher. Wobei ich nicht weiß, ob das gut ist, das auf Vorrat zu machen. Lass mal lieber. Machen wir mal noch 1 Liter. Und dann kochen wir den 1 Liter nochmal ab. So. Na gut, wir machen doch einen Kräutertee. So. Wie viel Zeit haben wir verplempert? Oh, einiges. So, dann erstmal eine Tasse Kaffee. Herrlich. Haben wir irgendwelche Leiden? Nee. Ach, klar, damit kriegt man die Erschöpfung weg. Koffein, aber ja. Nehme ich nicht so ernst. Weil das ist minimal. Kräuter. Das ist schon wieder kalt. Aha. Okay. Verstehe. Wärme ist tatsächlich immer das Problem. Müdigkeit und Hunger. Also kurz was schlafen wäre. Kurz schlafen wäre drin. Das machen wir auch mit Kleidern und dann könnten wir. Ja, sagen wir 2 Stunden. Und dann gucken wir nochmal, dass wir vielleicht mal runter zum See kommen. Man könnte fischen gehen. Zum Beispiel, warte. Habe ich ein Brecheisen? Nö, aber eine Axt. Nicht perfekt, aber gut genug. Jetzt haben wir noch alle möglichen Stöcker dabei, aber wir sind ja nicht überladen. So. Ich war hinten noch nicht an den Waggons, weil da 2 Wölfe waren. Das könnten wir mal versuchen, wenn da unten gerade ein Wolf den Weg blockiert. Könnten wir mal gucken, wie es da drüben aussieht. Aber ganz vorsichtig mal über die Kuppe blicken.
Aha. Da hinten ist er. Ich weiß gar nicht, wie weit er hier runterläuft. Hier wurde doch auch ein Tier gerissen. Ah, das ist wahrscheinlich auch schon längst weg. Allerdings gibt es hier noch Aasgeier. Hey! Guten Tag! Gut, wir gehen hier doch nicht hin. Das macht der Kamerad da hinten. Mist. Dann gehe ich hinter und guck nach der Hasenfalle. Jetzt wird's mir hier zu blöd. Mit den ganzen Viechern. So, ich hoffe, an dem kann ich schnell genug vorbeisprinten. So irgendwie. Oh, das ist aber schon ganz schön nah dran. Junge, ich bin nicht da, ne? Da unten latscht noch sein Kollege. Kommt mir hier wirklich entschieden zu nah ran. An die Bude. Naja. So, also da hinten müssen wir noch... Mann, ich brauche eine Knarre. Das heißt, wir müssen... Ja, wir werden jetzt mal noch irgendwann den See ab... leerlooten, abräumen. Und dann würde ich doch... sagen, wir gucken mal den Kader Staudamm. Ansonsten haben wir hier nirgends ein Gewehr gefunden. Wir waren allerdings auch schon überall. Also ich gehe nicht davon aus, dass an den Waggons da hinten eine Waffe liegt. Das heißt, an den Waffenspots waren wir schon. Außer eben Kader Staudamm. Wir müssen mal da vorbeigucken. Da oben kann Wolf drin sein. Na ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir erstmal eine auf die Fresse kriegen. Aber irgendwie müssen wir zur Waffe kommen. So, jetzt hoffe ich mal, dass die Falle da hinten funktioniert hat. Dann gibt es noch ein bisschen zusätzlich was zu essen. Die ist ganz schön weit weg. Das können wir jetzt auch noch machen, weil wir nichts Besseres zu tun haben im Augenblick. Da uns die Wölfe etwas in unserer Effizienz einschränken. Warte, habe ich die nicht davon? Nee. Hier habe ich sie hingestellt. Und da steht sie immer noch. Verdammt. Kaputt? Wie? Kann ich die irgendwie reparieren? Ich hoffe mal. Haben die Deppen mir meine Falle kaputt? Also die Viecher. Verdammt nochmal. Pure Zerstörungswut. Hasen zerstören meine Falle. Wahrscheinlich waren sie zu zweit. Der eine ist festgesteckt und der andere hat ihn dann wieder befreit. Da läuft eine Verschwörung gegen mich. Aus Wölfen, Hasen. Tja. Und wer noch? Der Bär. Und der Typ, der da nicht liegt. Ohne Waffe. Der Typ, der da nicht liegt, ohne Waffe. Tja. Aber mal ernsthaft. Normal findet man doch hier zwei Wummen. Müssten jetzt ja zwei im Kader Staudamm sein. Eine hier hätte mir gereicht. Dann hätte ich jetzt hier vorne schon mal unseren Kollegen beseitigen können. Ja, da, ja, du gehst jetzt da nicht, Freund, ich will ins Haus. Das ist hier seine Standardroute. Kacke.
Oh, sollen wir mal eine Nacht draußen übernachten? Nö, ne? Ja, Moment, wenn ich da jetzt aber reingehe, ne? Dann ist für heute aber auch Schicht im Schacht. Ja, bei uns ist eh gleich Schicht im Schacht. Kacke. Alt, wie spät? 5. Wo? Der dreht hier direkt davor um. Der läuft da unten. Nee. Der kann ja nicht hochkommen. Doch, kann er. Dann springe ich hier runter. Komm du hoch, ich spring runter. Junge, ich spring runter. Ich spring runter. Ich spring runter. Junge. Tschüss. Nun gut. Nein, ich habe die Maus nicht verzogen, weil ich erschrocken bin. Der hat so überraschend auf mich reagiert. Verdammt, habe ich mich verjagt. Nun. Schlinge. Angelzug. Die Frage ist doch eher. Moment mal, was war das gerade? Nee. Ich suche doch eigentlich eher was, um die hier zu reparieren. Oder kann ich die nur noch auseinandernehmen? Aber das will ich nicht. Wie sieht unsere Kleidung aus? Gut. Unsere Tools. Auch. Okay. Gut. Wenn die kaputt ist, kann ich sie auch da reinlegen. Hilft da nicht viel, das Ding. Flare. Ah ja, lass mal da rein. Könnte ich immer noch im Kaderstaudamm gebrauchen. Wenn ich mich dann da mal reinwage. So, was haben wir denn hier alles? Könnt natürlich den Wolf mit dem Dosenöffner angreifen. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber ansonsten sehe ich da nicht viele Möglichkeiten. Außerdem fällt mir gerade ein. Ach Gott. Das könnte man mal ändern, dass das nur hier direkt an. Eigentlich müssten wir hier zweigeteilt machen. Hier Schublade. Und die Werkbanks dann entweder nur auf der Hälfte Werkbank nennen oder hier nur direkt am Schraubstock. Je nachdem. Stoff. Versuche ich es immer wert. Wenn es irgendwann mal gehen würde, ohne dass es ankündigen würden, würde ich das echt feiern. Wahrscheinlich wird es passieren. Keiner wird es mehr probieren und irgendwann geht es einfach. Das wäre dann schon ein sauberer Schachzug. Die kann ich nicht essen, ne? Die esse ich. Rohrkolben ist ja nur als Zunder gedacht. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich guck mal ganz kurz. Genau. Der taugt als Zunder. Genau, die zwei können wir noch drin lassen. Gut. Also vorne ist jetzt ein bisschen viel Wolf um den Weg. Ich könnte natürlich anfangen, hier noch Zeug zu zerlegen. Mit meiner Axt. Könnte ich. Kann ich den hier?
zum Beispiel. Aber ein bisschen Gemütlichkeit kann man sich ja auch noch erhalten. Ja, das ist schwierig, hier mit den Resttagen immer was anzufangen, wenn so viele Wölfe um den Weg sind. Deshalb, ja. Aha. Warte mal. Na. Ja, ist ein bisschen schwierig, wie gesagt. Aber wie es weitergeht mit den Wölfen, sehen wir dann in einer der nächsten Folgen von The Long Dark. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.